Częstochowa ist eine 1,25 Millionen große Stadt, gelegen an einem der wichtigsten kommunikativen Wege Polens zwischen Norden und Süden. In der Nähe befinden sich Flughäfen in Katowice-Pyrzowice und Kraków-Balice. Częstochowa ist ein Ort der größten religiösen Zentren der Welt. Die Tradition der Pilgerfahrten zum Wunderbild der Madonna gibt es schon seit 600 Jahren. Jetzt kommen jedes Jahr über 4,5 Millionen Pilger. Wir befinden uns im wichtigsten Ort von Jasna Góra, der das Ziel von allen Pilgern ist, die Muttergotteskapelle, genannt auch die Wunderbildkapelle. Der Legende nach wurde das Bild von St. Lukas gemalt auf einem Tischbrett, an dem die heilige Familie gesessen haben soll. Diese Kapelle ist ein religiöser Mittelpunkt. Die Basilika zählt zu den schönsten und wertvollsten Sakralbauten in Polen. Es ist ein monumentaler barocker Bau, entstanden Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, an der Stelle einer ausgebrannten gotischen Basilika. Jasna Góra, das ist ein großes Museum mit einer reichen Kunstsammlung aus verschiedenen Epochen. Sehenswert sind auch die Nationalschatzkammer, Museum der 600-jährigen Geschichte von Jasna Góra, die Bastion des Heiligen Rochus und andere wichtige Kammer, die mit Polens Geschichte verbunden sind. Hier werden auch verschiedene Zeitausstellungen organisiert. Der würdigste Gast vor dem Bild der schwarzen Madonna war Johannes Paul II., der Jasna Góra sechsmal besuchte. Die Stadtmächte verliehen dem Papst den Ehrenbürgertitel als Zeichen hohes Ansehens. Der Bürgermeister. Hiermit verleihe ich Eurer Heiligkeit den Ehrenbürgertitel von Częstochowa als Beweis von Liebe, Treue und Verbundenheit der Einwohner von der Marienstadt in Anerkennung Eurer höchsten moralischen Autorität. Johannes Paul II. Mir ist bewusst, dass Częstochowa im Leben unserer Nation, im Kirchenleben, im Leben von Europa, ja sogar von der ganzen Menschheit viel bedeutet. Das ist ein besonderer Name. Dieser Name ist auch, kann man sagen, von Mutter Gottes verliehen. Der älteste sakrale Bau in Częstochowa ist die St. Sigismund-Kirche. Sie wurde 1350 erbaut und später mehrmals umgebaut. Der heutige barocke Bau mit den Gotik-Elementen ist der Hauptstil. Innen gibt es 5 neobarocken Altäre, Kirchenbundfenster und Grabsteine. Für Jasna Góra wurde in der Nähe des Klosters die barocke St. Andreas und Barbara-Kirche erhoben. Dieses Gotteshaus ist dank der Kapelle mit einer Wunderquelle bekannt, die von Pilgern zahlreich besucht wird. Man glaubt, das Wasser dieser Quelle hat heilende Kräfte. Besuchenswert ist auch die Erzkathedrale der Heiligen Familie, die eine der größten Kirchen in Europa ist. Dieser monumentale Sakralbau wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im neogotischen Stil erbaut und ist mit denkmalgeschützten Bildern und Bildwerken dekoriert. Der Altmarkt ist der älteste Teil der Stadt. Er stammt noch aus dem 14. Jahrhundert, als Częstochowa die Stadtrechte erhalten hat. Ursprünglich musste er umgemauert sein. In der Mitte stand auch das hölzerne Rathaus. Heute ist der Markt viereckig und rund um ihn stehen alte Stadthäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Durch einen der barocken Stadttore, der sich Vogeltor nannte, ist wahrscheinlich Napoleon Bonaparte auf den alten Markt gekommen. Und der Legende danach soll er ein Wirtshaus an der Mirowska Straße 4 besucht haben. Wir fahren jetzt auf dem sogenannten uralten Pilgerweg, der bei der ältesten Kirche Częstochowa St. Sigismund beginnt. Dieser Abschnitt vom Platz an der Kirche bis zum Park an Jasna Góra ist der repräsentative Teil der Stadt und zugleich die letzte Etappe des Pilgerwegs. Die Allee der Heiligen Jungfrau Maria ist eine der schönsten Alleen in Polen. Entlang der Straße mit Bürgerhäusern, die hauptsächlich im 19. Jahrhundert entstanden sind, gibt es Geschäfte und Gastronomielokale, die Bürgerhäuser wurden im neogotischen Stil erbaut.
Wir sind jetzt im Mittelpunkt der Stadt. Hier steht das Rathaus. Heute gibt es hier das Stadtmuseum. Da wird die Geschichte der Stadt gezeigt, aber auch verschiedene andere Ausstellungen. Im Rathausturm gibt es eine Aussichtsplattform. Neben dem Rathaus in der alten Popówka gibt es das Museum der Pilger, in dem eine ständige Ausstellung und Zeitexpositionen mit sakraler Kunst präsentiert werden. Einzigartig in ganz Europa ist hier die Streichholzproduktionslinie aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, die noch in Betrieb ist. Zu sehen ist die Streichhölzerproduktion vom Holzklotz bis zum einzigen Stück. Die meisten Maschinen im Museum der Streichholzproduktion stammen noch aus den Jahren, in denen der Betrieb gegründet wurde. Am Bahnhof Częstochowa Stradom befindet sich das Museum für Eisenbahngeschichte. Es entstand dank einer Gruppe von Eisenbahnern. Hier gibt es alles, was die Eisenbahn ausmacht. Man findet hier eine große Kollektion von Geräten, die mit der Eisenbahn verbunden sind und die Bilder, die die Evolution der Eisenbahn in Polen dokumentieren. Im archäologischen Schutzgebiet im Stadtteil Raków findet man die ältesten Spuren der Niederlassung auf diesem Gebiet. Es ist Teil eines Friedhofs für Lausitzer Kultur, der hier vor mehr als 2.500 Jahren angelegt wurde, erhalten noch im Entdeckungszustand. Es wurden in fast 100 Meter Tiefe in diesem Friedhof Skelette in Gräben konserviert. Man fand hier Sachen der täglichen Bedarf. Im Museum der Schriftstellerin Halina Poświatowska kann man zahlreiche Gegenstände sehen, die mit ihr und ihrer Arbeit verbunden sind. Unweit von Jasna Góra befindet sich die Städtische Kunstgalerie, die über eine der größten Ausstellungsflächen im Land verfügt. Hier kann man Werke von polnischen und ausländischen Künstlern sehen. Es werden Kunstwettbewerbe wie Internationale Triennale Sacrum oder der Jura Herbst organisiert. Auf der Sonderfläche dieser Galerie befindet sich das Zdzisław Beksiński Museum mit einer Bildersammlung von 50 Bildern und Grafiken dieses hervorragenden polnischen Künstlers. Die Galerie für Malerei und Bildhauerei fand ihren Sitz in der Kathedralner Straße. Hier kann man die Malerei des jungen Polens aus dem 19. und 20. Jahrhundert bewundern. Die zeitgenössische Malerei sehen wir in der Galerie Zachęta. In Częstochowa gibt es auch viele private Galerien, wie zum Beispiel die Lonte Petr Galerie oder das Fantasiemuseum von Tomasz Santowski. Das Kulturzentrum Gaudemater veranstaltet Ausstellungen, Konzerte. Es ist Gastgeber des Internationalen Festivals der Sakralen Musik. Der Mittelpunkt des musikalischen Lebens der Stadt ist die Philharmonie. Diese Philharmonie hat hervorragende akustische Eigenschaften. Hier finden symphonische Konzerte, Rezitale, Festivale, unter anderem Jazzfestival statt. Eine viel ältere Kulturinstitution in der Stadt ist das Adam Mickiewicz Theater, dessen Tradition im 19. Jahrhundert beginnt. Hier haben schon Juliusz Osterwa, Adam Hanuszkiewicz, Tadeusz Bartosik, Henryk Thala, Marek Perepeczko gewirkt und jetzt ist der künstlerische Direktor Piotr Machalica. In 9 Hochschulen studieren über 45.000 Studenten. Die größte von ihnen ist das Polytechnikum, das zu den besten technischen Hochschulen Polens gehört. Sie hat hervorragende Infrastruktur und arbeitet auch mit ausländischen Partnern zusammen. Die zweitgrößte Hochschule der Stadt ist die Jan Długosz Akademie, die Studenten in 5 Fakultäten bildet: künstlerischem, pädagogischem, humanistischem,
Naturwissenschaftlichem und Sozialem. Derzeitig bemüht sich die Hochschulleitung um den Status einer Universität. Die industrielle Visitenkarte von Częstochowa sind moderne Werke, die die neuesten Produktionstechnologien benutzen. Eins davon ist ein amerikanischer Konzern TRW, der weltgrößte Produzent von Airbags und Autosicherheitsgurten. In zwei Werken arbeiten mehr als 500.000 Personen. Vor kurzem wurde ein neues Ingenieurzentrum für die Entwicklung von Sicherheitssystemen eröffnet. Das Eisenhüttenwerk Częstochowa ist der größte Produzent von Dickblechen in Polen, anerkannt auch in ganz Europa. Zum Erfolg des Hüttenwerks hat viel eine sehr effiziente polnische und ukrainische Verwaltung beigetragen, aber auch die 4.300 hochmotivierten Mitarbeiter. Eins von den größten Bauunternehmen in der Region ist Częstochowa Unternehmen für Industriebauwesen Przemysłówka Aktiengesellschaft. Sie fertigt Gebäude mit Infrastruktur an. Przemysłówka war der Ausführer vieler öffentlichen Objekte in Częstochowa und in der Region. Das sind unter anderem Umweltschutzbank an der Jan-Paweł-Allee, der Hauptbahnhof, didaktische Gebäude der Managementfakultät an der Częstochowa Polytechnik, die Aula der Polytechnik, Speedway-Stadion an der Olsztyńska Straße, Baukomplex von Versicherungsanstalt an der Dąbrowski Straße, Spezialkrankenhaus für Wojewodschaft an der Bielska Straße, Pavillon C des Krankenhauses namens Dr. Rydygier an der Mirowska Straße, die Halle des Industrieparks an der Legionowstraße und das Akademische Sportzentrum der Jan-Długosz-Akademie an der Dębiński Straße. Nach der Arbeit und Lehre die Zeit zum Entspannen. Sport in Częstochowa, das ist vor allem Speedway und Volleyball, deren Mannschaften zu den besten in Polen gehören. Im Speedway-Stadion in der Olsztyńska Straße sitzen jedes Mal mehrere tausend Zuschauer. Erholung natürlich, das ist nicht nur Sport oder die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, das ist auch ein direkter Kontakt mit der Natur. Der schönste Teil der Region um Częstochowa ist die Jura, die sich bis nach Krakau hinzieht. Es sind kleine Kalksteinberge von Tälern und Schluchten. Entlang des Adlernestpfades kann man viele Ruinen mittelalterlichen Burgen besichtigen. Am meisten besucht werden in Olsztyn, Mirów und Babolice. Sehr schön ist auch die ganze üppige Natur in den Naturschutzgebieten. Die Radtouristen haben viele Radtourpfaden zur Verfügung. Das Treiben des Reitsports ist mit den Gestöten verbunden, die es immer mehr auf der Jura gibt. Außer bekannten Pegas in Mirów gibt es auch welche in Olsztyn und Złoty Potok. Sehr populär auf der Jura ist auch das Felsklettern. Hier trainierten polnische Bergsteiger Alpinisten. Besonders beliebt sind die Felsen zwischen Mirów und Babolice und das Schutzgebiet Góra Zborów. Hunderte Höhlen ermöglichen deren Erforschen je nach den Kenntnissen und Geschicklichkeit. Das Gebiet der Jura ist auch bei den Liebhabern der elitären Sportarten wie Paragliding und Golf beliebt. Die Paragliding-Kenntnisse kann man im Aeroclub verbessern, wo es auch die Ausschüsse für Segelflugzeuge, Flugzeuge und Fallschirme gibt. Das neueste Projekt des Aeroclubs in Częstochowa in der Zusammenarbeit mit der Częstochower Polytechnik ist die Schulung von Piloten und technischer Besatzung für die Luftfahrt. Praktische Übungen sollen auf dem Flughafen in Rudniki bei Częstochowa stattfinden. Der Aeroclub schult die besten Piloten in Polen, was in zahlreichen internationalen Wettbewerben bestätigt wurde. Für Liebhaber des Golfs
sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, entstand in Konopiska ca. 14 Kilometer von Częstochowa entfernt, ein Freizeitpark mit der Fläche von 14 Hektar nur für das Golfspielen. Bei der Entstehung des Parks arbeitete ein Team aus Amerika, England, Schottland und Wales. In der Nähe von Częstochowa gibt es ein paar Gewässer und Badekomplexe, die Schwimmen, Segeln und Angeln ermöglichen. In den nahegelegenen Erholungszentren, Hotels und Landwirtshäusern kann man die Zeit sehr angenehm verbringen, sich ausruhen und die Landschaft bewundern.